Mein Name ist Andreas Gundl, ich bin 44 Jahre alt, bin seit 2016 Leiter der Stabsstelle für besondere Gefahrenabwehr bei der Feuerwehr Esslingen, bin seit 2005 bei der Feuerwehr Esslingen bzw. bei der Stadtverwaltung Esslingen beschäftigt und insgesamt seit 21 Jahren im öffentlichen Dienst. Ich habe klassische Handwerkslehre gemacht als Tischler und habe dann 2016 bei der Flughafenfeuerwehr in Stuttgart meine Ausbildung begonnen im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst und habe dann 2005 zur Stadtverwaltung Esslingen gewechselt. Besondere Freude an meinem Beruf macht mir die abwechslungsreiche Tätigkeit im öffentlichen Dienst. Kein Tag ist wie der andere. Die Zusammenarbeit mit Bürgerinnen und Bürgern, Kolleginnen und Kollegen sowie mit den ehrenamtlichen Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, meine Aufgaben sind zweigeteilt. Zum einen bin ich im Schichtdienst als Einsatzleiter tätig bei der Feuerwehr. Im Durchschnitt ist es viermal im Monat. Da übernehme ich dann die einsatztaktische Verantwortung für die Feuerwehr und für das Stadtgebiet im Schichtdienst. Zum anderen bin ich als Leiter der Stabsstelle für besondere Gefahrenabwehr für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehrplanung, für Großveranstaltungen, für Großschadensereignisse verantwortlich, wie zum Beispiel Hochwasser-, Starkregenereignisse oder sonstige Bedrohungslagen. Die besonderen Herausforderungen in meinem Beruf sind tatsächlich die Bandbreite der Einsätze, die wir zu bewerkstelligen haben, gepaart mit der Ausbildung zusammen. Also wenn ich da an das Thema Elektromobilität denke, alternative Antriebe, effizientes Bauen, besondere abstrakte Gefahrenszenarien im Bereich Veranstaltungssicherheit, da gehen einem die Themen tatsächlich nicht aus. Und das ist für mich und für uns im Kollegenkreis tatsächlich die größte Herausforderung. Also bei uns im Beruf ist es tatsächlich wichtig, vor allem in der Größe der Feuerwehr Esslingen, die tägliche Zusammenarbeit nicht nur im Kollegenkreis, sondern auch mit den ehrenamtlichen Einsatzkräften. Wir haben hier im Stadtgebiet Esslingen 7 Einsatzabteilungen, die ehrenamtlich tätig sind, mit denen wir tagtäglich zusammenarbeiten. Arbeitsgarantie, was die Corona-Pandemie uns gezeigt hat, ist mit Sicherheit am wertvollsten im öffentlichen Dienst. Man muss sich keine Sorgen machen um seinen Arbeitsplatz. Der öffentliche Dienst ist auf jeden Fall ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld. Schon allein bei uns im Amt Feuerwehr ist es so, dass wir die verschiedensten Verwaltungsbereiche abdecken, wo man jetzt nicht klassisch hinter Verwaltungsarbeit sieht. Zum einen natürlich klassisch vom Kostenbescheid erstellen bis zur Personalverwaltung, das läuft bei uns im Haus. Allerdings auch Bereiche wie Beschaffungswesen, Baurecht, Einsatzkonzeption, Ausbildungsplanung, das sind alles Themen, die den öffentlichen Dienst durchaus als interessanten Arbeitgeber dastehen lassen.